Hey, was machst du da? Digga, ich piss grad dein Gehalt. Ah, okay, danke, du Huren. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem schweinischen Dämonenschwein, das auf einer Insel gefangen ist, also mir. Und ich mache selten so eine Warnung vor einem Video, ne, aber heute ist es wirklich soweit. Ihr kriegt eine Warnung, und zwar, dass ihr euch was zu essen holen müsst bei diesem Video hier. Und zwar du holst dir jetzt was. Wir holen uns ein paar vegane Süßigkeiten und so weiter. Na, kann auch mal jemand was nicht veganes kurz essen? Ich war vor kurzem jetzt mit Ung unterwegs. Oh, wir sind Fokus essen. Und sie hat die Milch immer essen, aber heute ist sie mal nicht mit Essen dran. Simon mag die Kamera nicht, aber er liebt es jetzt. Ja, und wie ist es? Schön vegan oder nicht vegan? Nicht vegan. Ja? Mit Schwein. Ich musste mich den ganzen Tag vegan ernähren. Das war zwar eine harte Aufgabe, aber ich habe mich halt Ung angepasst, wäre ja auch scheiße, wenn ich vor allem Fleisch esse. Und dann war ich nach dem Tag mit Ung, der war auch ganz nice war, bin ich nach Hause gefahren, aber dachte mir, ich guck nochmal den Drive-In rein. Weil Burger King und McDonald's haben jetzt teilweise hier neu aufgemacht auf Madeira mit zwei neuen Läden und beide haben ein Drive-In. Madeira ist wirklich fresher denn je. Wir haben Amerika seine Mutter. Ich finde das voll geil. Madeira hat richtig mit Fastfood aufgeballert. Die gibt es auch Taco Bell und. Also Fastfood-mäßig geht hier richtig was ab. Aber als ich diesen Drive-In war, von Burger King wurde ich völlig überrascht. Dann gucke ich mir das auf der Leinwand an, wo ihr wisst schon, die ganzen Angebote sind. Und Digga, da waren so geile Sachen, Mann. Alter, waren da Hammer. Dinger, also nicht nur klassischen, die man schon kennt, sondern auch so Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Wie kann das sein, dass auf einer Insel der Burger King kranker aussah als in Deutschland? Das hat mich so geflasht und dachte mir, Digga, wir haben letztes Jahr ein Video gemacht zu McDonald's. Ich will euch auch jetzt auch die Köstlichkeiten für Burger King zeigen. Vor allem, weil mich auch ein bisschen was stört. Ich liebe Burger King. Ich liebe auch McDonald's, aber Burger King hat den letzten Monat immer und immer wieder geile Burger rausgebracht, neue Produkte und die werden nicht wertgeschätzt irgendwie. Trotzdem sind immer so alle so, ja, ich liebe Mc's mehr und so. Ja, McDonald's ist geil, aber Burger King letztes Jahr hat so gut rausgehauen. Deswegen zeige ich euch jetzt den puren Genuss. Zeig mal jetzt irgendwie die S-Klasse. Guck mal, ganz ehrlich, ich hab's nicht nötig. Ich hab's nicht nötig. Meine S-Klasse euch zu zeigen. Bin ich wie andere YouTuber. Ich zeige euch meine S-Klasse. Guckt sie euch an. So, also, das ist das neue Auto, was ich mir bestellt habe. In einer spektakulären Farbe. Ist mal komplett was anderes. Ich erkläre euch, warum ich mich für diesen Wagen entschieden habe. Mercedes hat die dicke Burmeisteranlage. 7000 Euro ist ungefähr der Aufpreis für die Anlage, richtig. Ihr dicken Kinder der Vernichtung, wir fahren jetzt zum allerneuesten Burger King hier auf Madeira. Der war zum Beispiel das letzte Jahr hier, war noch nicht da. Der ist jetzt neu und der sieht richtig schön aus. Richtig schick, sage ich euch. Richtig so auf Herrenstyle angelehnt. So ein bisschen auf Herrenstyle angelehnt, ne? Und da ist er schon. Ich kann ihn da vorne schon sehen. Da ist er, ihr Schweine. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen. Ja, es gibt sogar ein Parkhaus für Burger King. Kunden, nur für Clients. Nah betrachtet sieht es besser aus. Auch wenn ich sagen muss, das alte Burger King Logo fand ich doch irgendwie geiler. Aber so ist auch nicht schlecht. Hier gibt echt eine Garage für Kunden. Hier ist der Drive-In, Leute. Da werden wir auch noch hingehen im Video hier. Das absolute Wahnsinn ist, da ist einfach McDonald's. Komplett die von Burger King. Warum kämpfen die gegeneinander? Immer Mc's gegen Burger King. Egal, sogar auf einer Insel im Niemandsland gibt es McDonald's, an dem muss ein Burger King sein. Steht im Grundgesetz. Okay, mein bestes Portugiesisch. Takeaway oder Comer aqui? Es gibt natürlich ganz klassisch diese Dinger, ihr wisst schon, wo man bestellen muss, damit mit niemand reden muss. Und ihr seht schon, what's new? Da kommen ganz geile Sachen auf uns zu. Ripple Whopper. The King Egg Double. What the fuck? Den haben wir nie gesehen. Ein Burger mit Ei drauf. Eine Sache, die ihr kennen müsst, auf Portugiesisch heißt Sem Tomate. Das heißt ohne Tomaten. Mhm. Ja, Leute, mir springt schon die Neuheit ins Gesicht. Queen Cheese Double Crispy Chicken. Was ist das für eine Herrlichkeit? Oh mein Gott, Leute, ich fall gleich vom Stuhl. Es gibt in Madeira den Long Texas. Den gibt es nicht mehr in Deutschland. Warum auch immer. Aber hier gibt es ihn einfach. Ich glaub's grad nicht. Alle wahren Burger King-Schweine, die werden gerade wahrscheinlich durchdrehen, weil jeder will diesen Burger zurück. Es gibt Petitionen, dass sie in Deutschland den Burger zurück wollen. Aber die gibt's nicht. Weil Crack drin ist, aber hier gibt's den. Aber vom Look her, Leute, ist es nichts anderes als in Deutschland zum Beispiel. Obwohl, have you way? Hier könnte man, glaube ich, gut Kinder anführen. Boah, Junge, warum gibt es hier so geile Scheiße? Leute, hier gibt's einfach Buckets. Hier gibt's einfach Buckets. Ach, zum Beispiel sind Gouda Rings. Was gibt es denn hier alles? Das ist ja krank. Wir machen ein bisschen Struktur im Video, okay? Wir fangen mal an mit den Klassikern. Ich bin gerade völlig schockiert, Leute. Ich wusste ja, dass es ein paar geile Neuheiten gibt, habe ich euch ja erzählt. Aber so viele, so geile. Und dann gibt es noch diesen geheimen Texas Long Chicken. Den gibt es einfach nicht mehr, Leute. Ich verarsche euch. Die Leute drehen durch, wenn sie das erfahren. Die fliegen nach Madeira. Ich bin jetzt endlich im Flugzeug drin. Und warum habe ich jetzt genau die Klassiker genommen, die ihr jetzt seht? Zum Beispiel den Long Chicken, den Whopper. Weil ihr konntet das entscheiden, welche Klassiker ich auswählen soll. Ich habe auf Instagram euch entscheiden lassen. Zum Beispiel hat einer gesagt Whopper. Einer zum Beispiel gesagt, hol mir den Long Chicken. Einer meinte den Big King. Und wenn du Schwein auch ein bisschen mitwirken willst, bestimmen willst hier in dem Video, dann musst du mir leider einen passen. Mach das bitte nicht. Oder wenn du darauf keine Lust hast, kannst du mir zum Beispiel auch auf Instagram einfach folgen und bei solchen Sachen mitmachen, wenn ich die Umfragen starte. So 29 Euro habe ich gezahlt für noch ein Wasser. Oh, ne. Burger King ist nicht billiger als in Deutschland zum Beispiel. Aber Pommes, ihr wisst, die Burger King Pommes sind so viel besser als die Mc's Pommes. Ich glaube, klassischer geht's gar nicht. Der Whopper. Der Big Mac, also der Klassiker von McDonald's. Von dem McDonald's, ne? Mag ich ihn eigentlich schon mehr, den Big Mac? Digga, Junge, was ist das denn für eine Gestalt? Befreie dich aus dem Zoo. Alter. Tschüss.
Ich schwöre euch, ich mochte den Wurf nie, weil ich finde immer das Fleisch, also die Buletten schmecken nicht so geil. Manchmal so ein bisschen rattig, aber hier schmeckt das so lecker. Es schmeckt noch nicht ganz nach Fleisch, aber leicht nach Pferd. Jetzt haben wir einen meiner Lieblinge von Burger King, und zwar den Long Chicken hier. Boah, da wurde er mit Soße ein bisschen frech gegeizt. Das ist Diebstahl an der Gesellschaft. Von so Fastfood-Ketten, Digga, hier auf Madeira. Ich muss sagen, die Quelle ist Unge. Das hat mir Unge erzählt. Er meint, jede Soße, die es hier auf Madeira gibt bei Fastfood-Läden, ist alles vegan. Hier eine Verschwörungstheorie, würde ich sagen. Erde rund, ist die Erde flach? Da unterhalten wir uns. Rund oder flach? Weder noch, Bruder. Ich kenne die Form nicht. Und es gibt kein Bild von der Erde, ne, Leute, das wollte ich auch nochmal sagen. Das ist aber kein Beweis, Bruder. Der Long Chicken habe ich immer so geliebt, ne? Der ist zwar immer mäßig lecker, aber hier fehlt eindeutig die Soße. Trotzdem echt gut. Sagte sie, waren ja nicht, ne? Aber ich bestell gar nicht den Long Chicken normal, sondern den Long Chicken vegan. Was? Willst du mich verarschen? Der ist vegan. Willst du mich vergiften? Verbrecher. Das sind Verbrecher, Junge. Und wie ist das Wasser auf Madeira? Ey, ich hab Cheese Nuggets bestellt. Oh, ich hab sie im Kick gegeben. Aber dafür Onion Rings. Eigentlich ist selber geil, Onion Ring. Oh, Madeira geil. Mm. Und der Big King. Der Big King ist so geil, ne? So eine unterschätzte geile Ware. Oh, zieh dich aus. Oh. Digga, das Fleisch, guck mal, wie geil. Die Grillstreifen hier drauf sind. Doppel-Monster-Käse. Leute auf Madeira mögen mich. Einfach Doppelkäse, nehme ich gerne. Stell dir mal vor, du könntest jetzt da reinbeißen. Ich brauche es. Hier, wie gefällig bist du? Wurde nicht mit der Soße gegeizt. Oh, vor allem mit dem Salat. Hammer, die Klassiker von Burger King sind richtig geil hier. Nur beim Long Chicken haben wir mit der Soße unglücklich gegeizt. Das hat mich richtig an Deutschland erinnert. Schauen Sie mal da drüben etwas genauer aufs Ticket. Die Frau hat nämlich den falschen Zug gebucht. Dieser Burger King war ja so cool zum Drive-In, fahren wir heute auf jeden Fall noch. Diese ganzen Neuheiten werden wir alle mitnehmen und ich euch alle zeigen. Das ist aber nur einer von 4 Burger Kings hier auf Madeira. Ich dachte auch immer, es gibt nur 2, aber das stimmt gar nicht. Weil McDonald's zum Beispiel gibt es allerdings hier 5-mal. Aber zum deutschen Vergleich natürlich nicht, weil in Deutschland gibt es einfach 750 Burger King Filialen und ungefähr 1500 McDonald's Filialen. Warum wird Burger King so in die Tasche gesteckt? Es gibt in so Dörfern ja auch leider oft kein Burger King. Zum Beispiel war ich mal in Rheinfeld und da gibt es nur ein McDonald's. Der Burger King, da ist leider pleite gegangen. Finde ich halt mega schade, weil ich Burger King echt liebe. Aber ja, tut mir auch leid für die Sonnenbrille, ne? Weiß, ich sehe einfach aus wie ein Opfer, oder? Da würde ich dir sagen, ich sehe aus wie ein Deutschrapper. Photoshop war ein Joke, ich war da nicht mal hellwach. Doch was danach rauskam, klingt so, als wärst du ins Kummer gefallen. Schlechte Musik, Frauenskandal. Und so schmierig wie das Gel deiner Haare. Zusammenhang ist klar, ApoRed ist der You-Olli für Arme. Wird mir nicht wundern, wenn man ihn in Paar mit Barca und Krappi als Penner sieht. Für mich hingegen ist YouTube ein rundes Ding, als wär's Benergy. Simon Unge ist so fake, ich hab auf sein Image echt keine Lust. Denn ist Tanzi auf Madeira, hat auch mal Unge ein Stück Fleisch im Mund. Und dieser Fritz Meinecke trinkt sein Pisse. Auffangbehälter leer ohne zu filtern. Beweise erspare ich euch, um nicht zu kotzen bei Bildern. Die sind fast so ekelhaft wie Montes Geld. Ihr kriegt nie genug. Kauft ihr euch noch mal per Aquarium. Der größte Fisch hier bleibst du. Und für den nächsten Schritt, ihr Schweine, müssen wir zum Flughafen fahren. Oh, Junge, Madeira, ne? Geisteskrank, sag ich ganz ehrlich. Das ist eine Schönheit. Natürlich meckere ich mal über die Insel hier und da, aber schönheitsmäßig kann ich nichts hier sagen, Leute. Es ist einfach nur atemberaubend, wie diese Wolken über den Berg so gehen. Ach, herrlich, Alter. Wir sind auch gerade auf der Autobahn. Ja, der Burger King auf dem Flughafen wird jetzt angegriffen. Oh, ein Schwein. Ich bin am Cristiano Ronaldo Flughafen angekommen. Vorher denke ich, verarsche euch, Leute. Nee, es heißt wirklich Cristiano Ronaldo Flughafen. Also wirklich, wirklich. Sogar am Flughafen ist noch eine Statue von Ronaldo. Da seht ihr es einfach. Porto de Madeira und da hinten ist ein, daneben ist einfach Cristiano. Aber wenn wir schon am Flughafen sind, Digga, glaub, nehme ich einfach einen Flug nach Deutschland zurück. Ich will zurück nochmal, ich will zurück nach Deutschland. Merkel, bitte. Nee. Und wir kommen zum Punkt Neuheiten und auf den brenne ich. Weiß, ihr seid auch heiß drauf zu sehen, was gibt es denn hier besonders auf Madeira. Und genau das will ich ja auch erfahren. Ich will es erkunden, ich will es nicht reinschieben, ich will es mir gerne in den Po schieben. Ihr wisst, ich liebe es einfach nur, diese ganzen schönen Neuheiten alle so zu probieren. Und ich freue mich darüber, dass auf Madeira, ich weiß nicht warum, wo dieser Sinneswandel plötzlich herkam, dass das Fastfood-Ding hier so ausgebaut worden ist und Burger King einfach so viel zu bieten hat. Da ist der Burger King, genau da wollen wir hin. Aber ich habe hier noch was entdeckt am Flughafen Fun Zone. Hier kannst du einfach Motorrad fahren, wenn du willst, oder einfach Auto als Simulation. Oh, scheiße, Sebastian, ey. Auto so machen, ich mache so. So, can we have one shake with Toblerone? The ice machine is working. Eine Seltenheit, die es in Deutschland selten noch gibt. Du kannst selber Getränke nachfüllen. Oh, mein Handy ist aus dem Hand gefallen. Nachfüllen. In Deutschland gibt es diese Auffüller nicht mehr oder sehr selten, weil es zu sehr ausgenutzt worden ist. Ich glaube, das werden sie auch ganz böse bereuen, jetzt wo ich hier bin. Und hier haben wir das Menü, ihr Schweine. Ich habe jetzt erstmal nur die Hälfte an Neuheiten bestellt. Die anderen Neuheiten holen wir uns bei einem anderen Burger King. Brauchen wir eine Abwechslung hier drin. Ah, ich glaube, ich gehe mal kurz auffüllen. Ah, okay, jetzt können wir anfangen. Moment, ich glaube, ich fülle nochmal auf. Boah, und bin wieder zurück, ihr Schwein. Ich weiß ganz genau, am meisten interessiert euch die Dinger hier. Und ich muss auch sagen, als ich die gesehen habe, bin ich einfach nur gestorben. Das sind einfach Gouda Rings. Das sind käsegefüllte. Oh, 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 oh. Alter Leute, das sind einfach wirklich komplette Käseringe. Und so auf die Tür.
Oh mein Gott, oh Gott. Einfach frittierter Käse. Ist das wie Mozzarella? Nee, nicht mit Mozzarella, sondern mit Gouda. Oh Gott, ich würde gerne ausspucken. Mein... Oh, der war viel zu lecker. Alter. Oh mein Gott, da muss die Welt erfahren. Ist so lecker. 20 von 10. Alter, wie heftig sind die bitte? Die schmecken so dermaßen geil. Gott im Himmel, kommt das nach Deutschland, damit ihr das auch probieren könnt, Leute. Einer der geilsten Fingerfoods, die ich je gegessen habe. So geil. Liebe Gouda-Käse. Ist mein Zweitlieblingskäse. Vorher kommt Cheddar. Oh, was eine geile Ware. Nächster Käsetraum. Es hört nicht auf, Leute. Und zwar gibt es hier einen Queen-Burger. Und ich rede nicht von Unge. Ich rede von diesem Schatz hier. Heilige Scheiße. Wie gut sieht der bitte aus? Natürlich scheiß Tomaten. Aber sonst guck dir das mal an. Du hast oben Röstzwiebeln, du hast Käse, du hast diese Crispy Chicken Patties. Dann hast du einen Mozzarella-Käse und wieder ein Crispy Chicken Patties. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Haltet alle eure Schnauze. Der Mozzarella, ganz ehrlich gesagt, versaut dir alles. Ah, Leute, das ist kein Mozzarella, das ist Ziegenkäse. Lügen, der Ziegenkäse versaut den Burger echt extrem. Der ist zwar lecker, aber wirklich, den haben sie versaut. Übelst geiles Chicken, übelst geiles Käse. Was soll das? Warum machen die Ziegenkäse drauf, Digga? Warum kackt denn die Ziege drauf? Ihr fragt euch bestimmt schon, was in der schwarzen Box ist. Ich kann jetzt schon mal sagen, es ist nicht das neue Leo Mascher-Album. Vorher allerdings, das ist ein Toblerone-Shake. Und die Eismaschine auf Madeira hier am Flughafen kann ich versichern, kann ich meinem Namen dafür stehen. Die funktioniert. Was ich aber gesehen habe, was ich richtig cool fand, vielleicht laufe ich auch übelst Müll hier. Der Typ, der Mitarbeiter, hat einfach Milch aus dem Kühlschrank geholt, hier reingemacht und dann in die Milchshake-Maschine. Ich dachte immer, das kommt einfach aus der Maschine raus. Richtig sahnig oben. Man sieht's leider nicht. Man sieht leider nur Sahne, Dick. Absolut geil. Oben drüber so eine richtig geile Sahne. Unten einfach dieser Toblerone-Geschmack. Ja, da kann man sich sehen, weil so viel Sahne drauf ist, aber es ist so lecker. Das ist der Premium-Burger von Burger King hier auf Madeira. Ich habe irgendwie Angst, hier der Ziegenkäse ist, aber bevor wir den essen, Leute... Alter, es ist so warm. Ich habe diesen Pullover, ich hoffe, der passt mir. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Ich habe mir den 2019 in Amerika gekauft, aber 2019 mir noch gepasst. Ob der passt mir noch heutzutage? Ich mache mal den Fettheitstest. Wenn du die Arme hoch machst und in meinem Bauch siehst, dann bist du offiziell fett. Ich will mich umziehen, Alter. Das ist viel zu heiß. Guck mal nach. Was sagt denn der Mainstream, was man anziehen soll? Der Mainstream sagt, dein T-Shirt ist blau. Ich sehe, sein T-Shirt ist grau. Da sag ich, sein T-Shirt ist grau, Digga. Willst du mich verarschen, Upred? Das ist viel zu heiß für grau. Das ist mir scheißegal. Oh, der riecht ja unfassbar geil. Ich glaube, der hat so eine richtig geile scharfe Chili-Soße drauf. Haben wir wirklich? Oh, kein Ziegenkäse zum Glück. Das soll halt dieses Premium-Beef sein, das der Soße ist geil. Aber komischerweise schmeckt das Fleisch, obwohl es ja relativ hochwertig ist. Seht ihr auch, ist es viel dicker. Finde ich irgendwie das andere Fleisch besser, muss ich sagen. Das schmeckt irgendwie noch gar nicht. So richtig schmeckt nur noch Soße, dieser Burger. Der Bun ist auch richtig geil. Das Fleisch finde ich voll schwach, Alter. Ich weiß, der Mainstream wird sagen, dass der Burger lecker ist, ne? aber ich scheiß auf den Mainstream. Anti-Mainstream. Ey, das ist aber frech. 5,10 Euro fürs Parken am Flughafen. Ich weiß, in Deutschland ist es normal, Leute. Aber in der Regel kostet auf Madeira eine Stunde parken 45 Cent. Das ist richtig billig hier. 25. Ich kann euch aber auch mal super gern zeigen, ihr Schwein, welches Auto ich mir wirklich gemietet habe jetzt für die nächsten 2 Monate. Meine S-Klasse habt ihr schon gesehen. Jetzt zeige ich euch mal meine B-Klasse. Und zwar ist es ein Opel Corsa. Den habe ich mir jetzt hier geholt für 2 Monate. Bis August habe ich den jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich richtig so eine Leute. Ich habe gesagt, oh nein, das Auto ist ja richtig kacke. Und das macht ja keinen Bock und so, weil das Autofahren ist ja nicht so wie in Deutschland. Hetzt an Deutschland bitte das Brot. Ich würde wirklich jeden Bäcker einblasen. Niemand auf der Welt kann deutsches Brot so gut machen wie wir Deutschen. Wir Deutschen haben so ein heftig geiles Brot. Die Amis weinen, wenn sie unser Brot essen, weil es so lecker ist. Hier in Madeira zum Beispiel gibt es natürlich auch nettes Brot. Aber niemals, never. Dieses Original deutsche Brot. Und was man wirklich schätzen sollte, gerade Straßen. Leute, die gerade Straßen. Wer denkt ihr, das ist eine gerade Straße? Sogar selbst diese Straße hier am Flughafen ist irgendwie leicht schief. Für mich in Madeira geht alles nur hoch oder runter oder seitlich oder links. Es ist unglaublich, wie es immer geht. Wirklich, ich verarsche mich. Ich bin teilweise schon Berge hochgefahren, wo ich so gefahren bin. Ich dachte wirklich, ich fahre Achterbahn. Bei dem Auto war es halt so, dass es halt ein Hybrid ist. Wir gehen mal zusammen rein, ihr Schweine. Und zwar ist es halt ein Automatikauto, aber gleichzeitig auch ein Schaltauto. Und während du die Berge hochfährst, schaltet es man ja von alleine und dann rollst du runter. Also ich verarsche mich, Leute. Ich hatte fast einen Unfall damit am ersten oder zweiten Tag, weil ich halt runtergerollt bin. Und dann Panik, richtig Gas gegeben, habe irgendwie so alles gewackt. Und das war super ungewohnt. Dachte ich am Anfang so, oh nee, das ist ein scheiß Auto. Mittlerweile liebe ich das Auto. Das ist richtig toll. Es reicht so aus, um nach A nach B zu kommen. Autobahn ist höchstens 90. Du kannst ja eh keine 200 wie in Deutschland. Deswegen, ich schwöre euch, das Auto ist sowas von ausreichend. Aber nebenbei fahre ich aber noch ein anderes geiles Auto. Du läufst zwar gut, aber ich wollte noch was Festes nebenbei haben. Deswegen habe ich mir einen Job gesucht jetzt als Fahrer. Ich werde dein Modell, meine Fahrerin. Das stimmt. Terra Shopping. Ich möchte mit euch nicht nur schöne neue Kleider kaufen gehen, sondern hier ist auch ein Burger King drin. Allerdings ist hier auch eine ganze Food Mall drin. Und hier kommen wir zur Fressmeile. Hier ist sogar ein Dönerladen, falls jemand interessiert. In Madeira gibt es Döner. Dann geht's hier los, Leute. Burger King, McDonald's. Tanzabo zum Beispiel mit Unge gedreht. Dann ist hier einfach Taco Bell. Wo Martino, was ein Speisladen. Dann ist einfach Pizza Hut. Hier kannst du kommen. Oh, KFC sogar. Und in der Ecke ist sogar noch Subway. Und das alles wird uns noch erwarten. Ich werde hier noch alles mal durchprobieren. Aber wir wollen jetzt zu Burger King. Can I have Buckets? The Patata? Can I have the Crown? Also, ich habe zwar die geile Krone bekommen, aber das ist wirklich eine mächtige Enttäuschung gerade, weil die haben gesagt, man kriegt Buckets mit Pommes, mit so irgendwie Kartoffeln, Potatoes, so richtig geil. Und sogar mit Nuggets. Und jetzt habe ich das hier bekommen. Das sind erstmal 3 kleine Tüten mit Chili Cheese Nuggets. Okay, cool. Oh, brennt das.
Ach, unfassbar lecker. Cool, weil das gibt es zum Beispiel auch nicht in Deutschland. Das ist auch was sehr Neues. Country Potatoes, die habe ich jetzt in Deutschland eigentlich nicht gesehen. Mit schön Mayo. Aber es ist kein Bucket, ne? Und ihr habt ja gesehen, ich habe euch das gezeigt. Es sollte als Bucket verkauft werden. Oh, Moment mal. Wie scheiße lecker sind die denn? Ach, du Kacke. Oh, mega, lecker gewürzt. Aber es ist keine Bucket vor. So hätten die aussehen sollen. Lüge. Vor allem habe ich dann noch eine bestellt. Ich dachte, oh geil, ich präsentiere den Leuten jetzt so zwei Buckets. Das ist ja auch was Neues. Das gibt es ja eigentlich nur von KFC, diese Bucket-Form. Aber die haben mir alles so einzeln gegeben oder solchen Schachteln. Ja, das sind ja McDonalds. Und die Burger sind noch viel dicker. Das ist ja am Anfang des Videos, da war die Burger viel dicker. Schade, man hat Burger jetzt richtig versagt. Zum Glück allerdings gibt es ja noch andere Neuheiten. Das ist noch immer nicht alles. Ich weiß nicht, warum hier so viel Burger King zu bieten hat, ich euch jetzt zeigen gleich werde, weil wir fahren jetzt mal schön in den Drive-In rein. Ein Gefühl, da rein einfach zu fahren. Aber hier ist ja nichts frei. What? Die auf Madeira sind wirklich krank. Sein Innenspiegel ist ja völlig Schrott. So fühlt sich also an in der Burger King Garage. Ja, fahren wir zum Drive-In. Bei der Drive-In, ne, da muss man sich auch erstmal durchkämpfen. Guckt euch mal an, wie eng das jetzt hier oben wird. Muss man kurz Madeira klassisch berghoch fahren. Can I have a King Fusion Nutella? Yes, then can I have a Double King Egg? You want as a menu or just a burger? Yes, das ist es. Ihr wart die ganze Zeit drauf gewartet, deswegen zeige ich es euch jetzt. Vor allem die Burger King-Liebhaber, die ihn vermissen. Ich bin mir eigentlich schon sicher, dass es wirklich genau der ist, den es in Deutschland nicht mehr gibt. Und nachdem sich jeder Fettsack sehnt. Oh, verbrennt komplett Barbecue-Soße voll damit. Oh, der ist geil. Kein Wunder, dass Merkel in ihrer Amtszeit diesen Burger verboten hat. Die Frau wollte diesen Burger nur für sich haben, glaube ich. Ich werde deshalb auch mich nicht entschuldigen. Dann fühle ich mich jetzt wie in Indien, weil in Indien ist ja die Kuh heil. Da gibt es kein Rindfleisch, wenn ich es wusste. Der Big Mac zum Beispiel in Indien, der ist einfach mit Chicken anstatt mit halt mit Rind. Und es gibt einfach bei Burger King einen Big King, den wir vorhin schon gegessen haben. Allerdings, geil, mit Chicken obendrauf. Chicken Patties anstatt Rind Patties. Fühle ich genau wie in Indien, geil. Da muss wirklich Rindfleisch drauf. Sorry, mein lieben Inder. Jetzt bitte kein Tanz aufführen. Ein Burger, den ich auch nur auf Madeira finde, der hieß einfach Double Ovo Burger. Weil Ovo heißt Ei auf Madeira. Absolut leckere Röstzwiebel mit Soße drauf. Ekelhaft große Tomatenstücke. Hier das Spiegel. Dreh's mal um. Das Spiegelei auf dem Burger. Hab ich nie gefeiert. Es gibt Leute, die mögen das richtig, richtig gerne. Ich finde das nie geil mit Ei. Schmeckt in der Kombo aber cool. Oh, die Soße ist ja übergeil. What the fuck? Die Röstchen sind herrlich. Ei. Man spürt sich, wenn ich ganz ehrlich zu euch. Du beißt hier rein, es ist ein Fleischerlebnis. Also die Soße erschlägt dich so, aber du spürst halt kaum Ei. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsburger, aber das Ei macht sich krasser. Oder? King Fusion Nutella Edition. Der Brownie ist ja nicht genug, ne, den der McDonald's schnallt Dessert. Es gibt ja den King Fusion, das Eis so gesagt. Digga, mit so kleinen Keksstücken und Nutella obendrauf. Puh. Das habe ich jetzt zum Beispiel in Deutschland auch noch nicht gesehen. Wenn ich mich irre oder so, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Aber daran kann mich wirklich nicht erinnern. Guck ich mal diesen Nutella-Streifen an. Oh, das Nutella-Stückchen. Oh Gott, wie erfrischend. Heute war es so heiß, Madeira. Ja. Es ist halt wirklich nur klassisch Nutella. Schmeckt halt einfach wie Nutella-Eis, sag ich mal. Oh, Hammer. Mama. Ey, immer die Neuheiten. Vor allem dieser Gouda-Ring. Endlevel. Der Gouda-Ring wirklich würde dafür wirklich die Wohnung verkaufen. Hauptsache, ich kann diese Gouda-Rings essen. Die sind so gut gewesen. Das war nicht mehr normal. Das Enttäuschendste, würde ich sagen, war der King XXL allerdings. Die Chicken Fall, aber echt ein bisschen. Was sonst? Das war einfach nur ein Hammer. Burger King auf Madeira. Hammer. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben, wie lecker Burger King hier auf Madeira ist. Das ist wirklich, ich selber auch völlig überrascht davon. Ihr könnt das Video genießen. Lasst ein Like da, wenn ihr Fettsack. Auch ein Abo, falls ihr euch da gelassen habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.